Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anthem. Sodale. Und wir waren letztens stehen geblieben bei dieser Mission. Und ab geht's. Let's wreck them. Untersuche ungewöhnliche Scar-Aktivität. Da muss ich ein bisschen wissen, was da abgeht mit den ganzen Verwerten und so. Ich könnte die Flakkanone statt dem Säurewerfer installieren. Das wäre was Gutes. Oder? Ich weiß aber nicht, irgendwie will ich den Säurewerfer schon behalten. Aber ich will auch mehr Explosionen. Eine schwierige Zeit für einen wie mich. Das ist awesome. So. Sie ist seltsam drauf. Oh, mächtiger. Sie gehen nicht mehr one hit down. Okay, Leute. Unser Javelin braucht ein paar Upgrades, damit wir die wieder alle richtig schön wegschnetzeln. Oh shit. Ja, fuck you. Also, diese Scar werden uns beim Fort keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Gern geschehen. Die Scar haben bestimmt alle Forschungsobjekte der Arkanisten mitgenommen. Wahrscheinlich. Sie sind eine echte Plage. Wir haben Scar in einem Gebiet nicht weit von ihnen gesichtet. Suchen Sie dort. Wird erledigt. Okay, okay. Scar-Aktivität habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich dachte, ich
sei die Einzige, die das bemerkt hat. Die Scar gehen richtig ab. Es sind doch nicht einmal Menschen. Nur widerliche Monster. Dinger, die alles zerstören, wo auch immer sie sind. Nur zu, beschreiben Sie mir Ihre wahren Gefühle, Bryn. Hier, yeah, endlich am Boden. Wie ich sehe, hat Ihr Team gefunden, was die Scar gesammelt haben. Sehen Sie sich nach den fehlenden Arkanistenmaschinen um. Und möglicherweise, woran Sie sonst noch gearbeitet haben. Passen Sie auf, dass Sie dabei nicht von Scar überrascht werden. Was macht es überhaupt in so einer Außenrüstung? Keine Spur von Arkanisten. Wir suchen weiter. Oh. Hot Dog. Hier oben in der Bude. Irgendwo hier muss aber etwas sein. Ist ganz nah. Ich brauche Sturmgewehre. Interceptor. Hey, wir waren gerade drauf. Let's find them Scar-Schuppen. Damit kann ich arbeiten. Gut, es ist nämlich eine in ihrer Nähe. Ein gutes Versteck für gestohlene Maschinen. Ich werde sie finden und reingehen. Das will ich hoffen. Let's get their ass kicked, boy. Also, ich gehe mal mit dem hin. Weil er hat den richtigen Weg gefunden. Blub, gleich in den Tunneleingang. Und ein Ladescreen. Ladescreen wants to fight. Okay, ich habe erst gedacht, ich kann das ignorieren mit den Ladescreens, aber die werden echt nervig. Mit ihrer Dauer. Ah, cool, das ging. Das ging. Wir beide wissen, was going on. Wenn die Scar einen Heimlager haben, dann garantiert an so einem gruseligen Ort. Irgendwelche Tipps? Feind eliminieren, Objekt finden. Einfach, aber fair. Get them loot. Alter, wie ihn wegschlägt. Ja, nie wieder LMGs. Oh, wie ich es liebe. But
Ich schlag ihn jetzt einfach kaputt, Alter. Ja. Be gone. Ja, ich hab echt keinen Bock mehr auf die Waffe. Die braucht mir zu lang. Perfekt. Aber ja, ich werde danach meine Waffe von LMG wegwechseln. Would not use again. So, dann. Was zur Hölle? Freelancer, Faye sagt, die gestohlenen Arkanistenmaschinen sind mit einem Geschmäckerrelikt verbunden. Das ist gar nicht gut. Halten Sie sie auf, bevor sie stabil werden. Alter, wie sie sich vernichten. Ich mein dich. Ah, okay. Dann geht er so down. Alter, dieser Boss-Typ, ne? Der ist so fucked up. Bamme. Was für Dinger? Get back to Disneyland with your ass. Skorpedonen. Waren es alle? Nein, waren es nicht. Hab eins. Bam. Hier sind alle ihre komischen Viecher jetzt tot. Alle machen richtig Stress. Yeah. So muss ein Ende eines Spiels aussehen, Alter. Boi. Also, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie lange jetzt dieses... Ich verliere die Übersicht, wie lange das ungefähr läuft. Aber ich glaube, das wär's mit dieser Episode. Wir gucken uns so schnell an, wie weit wir gekommen sind. Oh, Soldat. Und wir gehen gleich mal in die Schmiede.
LMG, komm schon. Kampfschrei. Das ist gut. Das sind ein paar gute Sachen hier. Das ist ganz schön decent. Aber ich guck, dass ich ein Sturmgewehr krieg. Weil ich hasse diese Zeit, die meine Waffe immer braucht zum Aufladen. Ach du Kacke. Okay, statt dem Himmelsberster. Scharfschützen, LMG-Brett. Oh Gott. Gut, dann tausche ich dich mit dem Ding aus. Als ob das alles, was ich kriege, irgendwelche Scharfschützenwaffen sind. Soll ich ein LMG mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Keine fucking Ahnung. Ich will auch nicht ein Stufe 2 Dingens mitnehmen jetzt irgendwie. Über Taktungsregulator. Das ist OP. Cool. Der Scheiß ist heiß. Soll ich das jetzt anbringen? Nee. Flakkanone. Und mein Detonationsmesser wird auch nicht mehr gemocht. Also mache ich irgendwelche Blitzkanonen drauf. Meine Flak wird so sehr nicht gemocht. Ich will aber nicht eine einzige schwere Granate abfeuern. Will ich nicht. Nein. Nope. Nopey dope. Abschnörer wird nicht gewollt. Dann nehme ich halt ein LMG. Jesus, Spiel. Das Spiel meckert, weil ich nicht die Level 18 Superwaffe nehme. Wo kann ich denn? Ach, okay. Ich habe Awesome Arme. Folien. Das sieht cool aus. Oh, das sieht krass aus. Oder das. Hat irgendwie alles was. Aber ich glaube. Kostet 16.000, ich habe 45.000. Eine Ankunftsanimation. Yes. Das ist cool. Alter. Ja, es gibt noch relativ wenig Sachen zu kaufen. Bam. Das ist cool. Kaugummi am Schuh. Yeah.
Ja. Eigentlich kann ich zurück ins Fort. Und im Fort gucke ich, wie ich irgendwie Sachen verwerten kann und neu kaufen. Das brauche ich. Und dann verwerte ich die ganzen alten Waffen, die ich habe. Der Ecke ist mein Lava, hier ist mein Lager, hier ist die Schmiede, da ist die. Na, wenn das nicht mein Lieblingsfreelancer ist. Ich hörte, du warst fleißig. Ich bemühe mich. Du hältst uns die Scar vom Hals und hast Bryn dazu gebracht, mit einem Freelancer zu arbeiten. Das ist nicht gerade einfach. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl, als du hier aufgetaucht bist. Beweise mir weiterhin, dass ich recht habe, ja? Mein Home, Alter. Das Fort ist mein Zuhause. Da muss ich drauf aufpassen. Von mir wirst du keinen Widerspruch hören. Gut, dass du dich eingelebt hast. Das schafft nicht jeder. Und ich schätze, Fort Cassis war bei dir nicht eingeplant, bevor... Naja. Dem Herz des Zorns? Ich wusste damals nicht, was passieren oder wo ich danach landen würde. Wie sich herausgestellt hat, war es hier. Bist du froh, dass du hier hängen geblieben bist? Ja, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber dieser Ort wächst einem irgendwie ans Herz. Ich sollte eigentlich auch gar nicht hier sein. Ich war auf einem Läufer, der auf dem Weg von Helios nach Antium war. Was ist passiert? Cataclysm. Der Himmel wurde gelb und der Boden unter unseren Füßen veränderte sich. Die Überlebenden wurden hierher gebracht. Du hast Antium nie erreicht? Ich hatte damals nicht die Mittel, um es noch einmal zu versuchen. Und jetzt? Ich habe gute Arbeit, habe ein Kind bekommen. Das Fort ist mein Zuhause. Ich bin froh, dass es dir genauso geht. Jedenfalls, wenn du hier bist. Da fällt mir ein, ich sollte mir deinen Javelin mal ansehen, bevor du wieder los musst. Danke, Zoe. Wir sehen uns. Ich gucke nach einem Maschinengewehr. Gib mir die Werkstatt. Waffen kann ich nicht kaufen. Es kann sein, dass ich mich sehr dumm anstelle. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da nicht genau das gibt, was ich haben will. Nein, falsch. Ja, doch. Es gibt bisher nur ein Store. Eine Kammer. Herausforderung, Allianzsystem. Das sollte ich auch mal ausprobieren. Es gibt viel zu tun. Auftragsgar-Kontrolle. Why not? Ja. Zuerst zurück in mein Lager. Mal gucken, was ich da so machen kann. Was hier so abging. Hier ging das ab mit den Komponenten. Ausrüstung. 13 Objekte für meinen Kolossus habe ich. Und zu meinen Waffen. Ich habe einen Granatwerfer Stufe 4. Eine Automatikkanone. Warum darf ich dich nicht zerlegen? Vernichtig. Was ist der Unterschied? Alter, der macht viel mehr Schaden. Dafür schießt der schneller. Das ist ein richtiges Sniper-Gewehr. Das benutze ich, wenn ich irgendwann mal Storm oder Interceptor spiele.
Auf jeden Fall mal der Verheerer weg. Weg damit und weg mit dem Wirbelwind. Leichte Maschinengewehre. Ich weiß nicht, ob ich sie behalten will überhaupt. Ich höre ja nicht, was das Ding mit den Präzisionsgewehren ist. Sind das jetzt richtiges Präzisionsgewehr? Sind es Snipers oder nicht? Wie auch immer, ich behalte die beiden. Und Sturmgewehre. Dich schrotte ich. Ich auch. Und jetzt gucke ich, was ich herstellen kann. Ja, wow, jetzt habe ich hier Sachen. Hä? Und da sind noch Verbrauchsobjekte. Ich weiß nicht wirklich, was ich hier machen soll, wie ich jetzt wirklich etwas herstellen kann. Geht es nur in der Schmiede? Vielleicht. Weiß ich ja nicht. So, da gucke ich mal gleich mal bei den Waffen. Herstellung. What? Muss ich die überall finden oder was? Das ist nicht so gut. Hatte ich bisher die Automatikkanone ausgerüstet? Bin ich jetzt irgendwie inkompetent? Ich habe keine Ahnung, wie das hier abgeht. Aber scheiß drauf. Dann rede ich noch mit Prospero. Freelancer, besten Dank nochmal für deine Hilfe. Die Geschäfte laufen jetzt schon besser. Du verkaufst den Donner, hä? Hey, die Leute lachen, aber die Uniform macht den Soldaten. Schon mal das Dominion gesehen? Die verstehen was davon. Wenn man einen Krieg gewinnen will, ist das Auftreten die halbe Miete. Ein Javelin wurde gebaut, um einzuschüchtern, zu vernichten, auszurotten, auszumerzen und wenn du richtig gut bist, auszulöschen. Du musst deinen Feinden furchtsamen Respekt einflößen. So viel dazu. Cool, stilvoll herumzufliegen. Ein bisschen Loyalität. Man kann genauso gut Spaß haben, während man die Leute erschreckt. Ich schätze, es gibt einen Grund, weshalb wir die Anzüge Javelins, also Speere, nennen. Klar doch. Stell dir mal vor, sie hätten ihn Spieß genannt oder sowas. Oh, Mist, rennt. Eine Einheit Spieße kommt auf uns zu. Klingt irgendwie nicht so toll. Es sei denn, du machst eine Grillparty. Du scheinst mit Leidenschaft bei der Sache zu sein. Ich liebe das, was ich tue. Und das ist wichtig. Ich will den Guten zum Sieg verhelfen. Wenn ein Freelancer in seinem Javelin aufkreuzt, dann will ich, dass die Leute sich daran erinnern. Deine Feinde werden zittern, deine Verbündeten salutieren. Die Riesenwaffe, die ich mitgebracht habe, wird auch nicht schaden. Alles Teil der Präsentation.
Je mehr du einschüchterst, desto weniger können sie vernichten. Kugeln haben die Angewohnheit, die Dinge schnell zum Abschluss zu bringen. Denke größer. Das sind nicht einfach Kugeln. Sie sind ein Hagelsturm aus entfesseltem Zorn, der die Pestbeulen aufsticht, die diese Welt verseuchen. Du machst genau die richtige Arbeit, Prospero. Ist besser als Koroks Mist zu schaufeln, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Gib auf dich ein. Indeed. Sodala. Du bist auch ein richtiger Türsteher hier. Okay, dann würde ich wirklich sagen, war es das mit dieser Folge dann mal von Anthem. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder und ciao.